wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadellen. Ich dachte, Spectre wäre eine Spezies. Zur C-Sicherheitsakademie. Den Fahrstuhl zur C-Sicherheitsakademie finden Sie im Rampe runter. Gleich hinter den Botschaften der linken Seite. Zudem finden Sie dort auch den Andockbuch der Allianz. Cool. Zum Zitadellturm. Der Zitadellturm ist, ist das große weiße Gebäude weit hinten rechts. Er ist der Tagungsort des Rates. Echt jetzt, die schreiben als Beschreibung, der Zitadellturm ist das große weiße Gebäude hinten rechts? Was denn das für ein Blödsinn? Geben Sie mir Deckung. Deckung. Ich muss jetzt hier weiter rumgucken. Hab ich gerade wir müssen hier weg. Nichts passiert. Als ob ich aus Versehen gerade meine Granate geworfen habe. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Hallöchen, Diplomatie. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Neuer Kodex, ui. Noch ein Kodex. Magst mich nicht. Was, worüber du darstellst? Oh. Freundlich begrüßend. Menschen-Commander, eine Freude, Sie zu treffen. Bin noch am Rumwandern. Hallöchen. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Wer sind Sie? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Palin, der Chef der Zitadell-Sicherheit. Ah. Es ist mein Job, zu wissen, wenn jemand wie Sie auf der Zitadell ankommt. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Gut, klingt logisch. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen Sie darum. Aber erwarten Sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie Sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Spectres. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Auch Sie müssen sicher manchmal das Gesetz brechen, um die Leute zu beschützen. Ich arbeite seit 30 Jahren für die Zitadell-Sicherheit und ich musste nie das Gesetz brechen, um meine Arbeit zu erledigen. Nicht ein einziges Mal. Schon klar. Wir sollen wirklich glauben, dass keiner Ihrer Offiziere korrupt ist? Es gibt mehr als 200.000 Zitadell-Sicherheitsagenten. Einige von ihnen wechseln die Seiten. Aber wir nehmen die Korruption nicht willentlich in Kauf. Nicht wie die Spectres. Wir geben unser Bestes, um illegal agierende Offiziere aufzuspüren und zu bestrafen. Aber die Spectres müssen sich mit solchen Dingen ja nicht abgeben. Die Galaxie ist auf Leute angewiesen, die die Drecksarbeit erledigen. Dem stimme ich zu. Aber deshalb haben sie keine Sonderbehandlung verdient. Wir müssen uns auf sie verlassen können. Jo. Saren ist außer Kontrolle. Wir beide wissen das. Aber weil er ein Spectre ist, will der Rat nichts davon wissen. Ist dies die Art, Leute, auf die die Galaxie angewiesen ist? Aber nicht alle Spectres sind wie Saren. Natürlich nicht, aber das Potenzial ist immer da.
Erzählen Sie mir von der Zitadellsicherheit. Die Zitadellsicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadelle. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadellsicherheit vor allem dem Rat Rede und Antwort stehen. Gut. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Es gibt echt... Das ist das Schöne an Rollenspielen. Man hat echt viel, was man lernen und sehen und hören kann. Allerdings zieht sich dadurch auch alles in die Länge. Aha. Diplomatische Warnung. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung ist der Situation... Der Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte, du wurdest auserwählt, die Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließ dich uns im Hawkins Eta Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten ergutmachen. Cool. So. Jetzt haben wir hier alles abgegrast. Ich wünschte, man könnte irgendwie schneller laufen. Dummart. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht, weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Könnte schon sein. Aber eines musst du zugeben, Nick. Die Konsortin ist schon etwas anderes als die Mädchen in den Kolonien. Sie ist... Also sie ist... Man muss es ja nicht einmal machen mit ihr. Man kann auch einfach nur mit ihr reden. Was? Mehr hast du nicht gemacht, Jess? Nur geredet? Das habe ich nicht gesagt. Ich wette, so war es. Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es ist eine Nutte. Das Gehalt nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Ist also eine leichte Dame? Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Sie wissen, wer ich bin? Ihre Ankunft hat einigen Trubel unter den Diplomaten und anderen Gästen hier ausgelöst. Irgendetwas Interessantes passiert hier immer. Ich könnte Ihnen ein bisschen was erzählen, wenn Sie möchten. Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Was ist Shaira? Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Gut. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Warum kann ich jetzt hier hinten raus? Verwirren. Aber
Das ist interessant. Also man erfährt immer mehr und immer mehr. Jetzt zum Beispiel, dass wir über die Brücke müssen, um mit der Konsortin zu reden. Wahrscheinlich ist es einfach bloß eine Dame, bei der man sich... Ja, mit der man sich unterhalten kann. Lädt. Hallo? Memo an mich selbst, nicht klicken. Reisen Sie mit dem Citadel-Schnelltransporter zu wichtigen Orten. Will aber laufen. Sicherheitsakademie. Ah, das ist was die... Zu den Bezirken. Der Fahrstuhl zu den Bezirken finden Sie an der anderen Seite des Plaza. Das ist die Bedeutung der Symbole. Und Finanzbezirk. Will mich halt hier mal umgucken. Es hetzt ja nix, oder? Es ist ein Ladegerät. Wer einem eine Ladung lädt, hat selbst ein Ladungsladgerät. Ist das ein Scheißspruch? Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Bist du? Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Sitz. Aha, hier kommen wir also zum Präsidium. Ich weiß nicht, ob man die anklicken muss, um es freizuschalten. Map. Wir sind hier. Da ist Avina. Was ist das für ein Symbol? Wichtiger Ort. Ich glaube, da gehen wir gerade hin, oder? Ah, da ist Avina. Ach, das ist das interaktive Quatsch-Terminal. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Citadel-Sektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Auch die Legendary Edition? Ich habe schon mitgekriegt, dass man hier in ein komplett neues Spiel geworfen wird, wenn man startet. Erzählen Sie mir mehr über die kroganischen Rebellionen. Aus Anerkennung um ihre Verdienste in den Rachni-Kriegen wurden den Kroganern vom Rat einige neue Kolonien übergeben. Im Laufe der folgenden 400 Jahre expandierte das Volk der Kroganer. Dank ihrer extrem hohen Geburtsrate nahm ihre Bevölkerung außerordentlich stark zu. Aufgrund dieser kritischen Überbevölkerung begannen die Kroganer mit der feindlichen Kolonialisierung von benachbarten Welten der Ratsvölker. Das war der Anfang der kroganischen Rebellionen. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis der Rat und seine Mitglieder die Kroganer wieder unter Kontrolle bringen konnten. Erst durch das Eingreifen des neu entdeckten Turianischen Reiches konnte der Sieg gesichert werden. Ja, ist halt erst komisch. Vielleicht einfach bloß ne. Nie aufhalten. Dann mussten die Turianer die Kroganer aufhalten. Und wer wird jetzt die Turianer aufhalten? Tut mir sehr leid. Diese Frage überfordert meine Programmparameter. Das Turianische Volk ist Mitglied des Sie stellen keine Bedrohung für den galaktischen Frieden dar. So, wir quatschen mit dir noch zu Ende und dann ist für heute mal Schluss. Warum war es dem Rat so wichtig, die Statue zu erhalten? Die Kroganer haben entscheidend dazu beigetragen, die Galaxie vor den Rachni zu verteidigen. Der Rat ist der Meinung, dass diese geschichtliche Tatsache nicht vergessen werden darf. Zudem hatte der Rat gehofft, dass durch den Erhalt der Statue die diplomatischen Beziehungen zu den Kroganern verbessert würden und die Rebellion friedlich beigelegt werden könnte. Leider waren die Kroganer zu keinen Verhandlungen bereit. Erst nach der Vernichtung ihrer Heimatwelten und großer Teile der Bevölkerung durch die Turianer gaben sie auf. Selbst schuld? Dann haben sie wohl bekommen, wonach sie gefragt haben.
Tut mir leid. Für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Tut mir leid. Rachnikriege. Was waren die Rachnikriege? Vor circa 2200 Jahren wollten Weltraumfahrer den Zitadellsektor erweitern und öffneten die Massenportale zum Sternensystem der Rachni. Die Rachni waren ein hochintelligentes und aggressives Insektoidenvolk. Sie begannen einen Krieg zur Eroberung der gesamten Galaxie, der fast 300 Jahre dauerte. Mit dem Eingreifen der Kroganer wendete sich das Kriegsglück zugunsten der Zitadellvölker. Die Kroganer verfügten über ausreichend Truppen, um den Vorstoß der Rachni aufzuhalten und sie zurückzuschlagen. Die Kroganer verfolgten schließlich die fliehenden Flotten. Die Kroganer konnten auch in der lebensfeindlichen Umgebung der Rachni-Welten überleben und löschten die Feinde vollständig aus. War es wirklich notwendig, sie vollständig auszulöschen? Tut mir leid. Für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Das ist vorerst alles. Danke, ja, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Also bis jetzt ist es wirklich ein ziemlich super Spiel. Die Steuerung, ja, muss ich noch ein bisschen mit kämpfen. Die Story ist bis jetzt, ja, sie düppelt gerade noch vor sich hin, vor allen Dingen, weil man hier so arschmäßig viel. Das Ding hat ja auch noch mehrere Stockwerke. Ziehen. Das Ding ist so riesig und es hat noch mehrere Stockwerke. Ah! So. Mit diesem wunderschönen Blick auf dieses etwas machen wir für heute Schluss. Muss noch Eier schälen. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.